Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus in einer neuen Aufnahmesession, in einem neuen Livestream am Sonntag an einem Muttertag und an alle Mütter da draußen. Alles Gute zum Muttertag, muss auch mal gesagt sein. Ja, immerhin muss man ja das Ganze auch ein bisschen wertschätzen. Muss es nicht immer übertreiben, gibt auch viele Leute, die ne, machen das so zeremoniell übertrieben, aber eine kleine Wertschätzung hat noch nie geschadet. Generell auch so im Leben. Nicht nur an einem Tag, sondern wäre es auch gut, wenn man das Ganze so zu wertschätzen wüsste. So, aber ich soll jetzt hier nicht urteilen über sonstige Dinge, sondern wir sind dabei, die Welt zu entdecken, und zwar die restliche Welt in unserem Auge, was wir zu entdecken haben. Das wäre dann Ort des Wehklangs hier hinten irgendwo, die Hütten hier am See und der Übergang. Und des Weiteren natürlich die zerbröckelnde Schnellstraße. Und den Ort der Trostlosigkeit. Heute machen wir einen kleineren Stream und weniger Folgen. Da ich heute auch zeitlich etwas einbegrenzt bin. Aber nächste Woche, der Sonntag, dann gibt es dann wieder einen längeren Stream mit mehr Folgen. Es könnte sein, nicht es muss, es könnte sein, dass eventuell Folgen ausfallen könnten. Weil ich jetzt nicht genug schaffe zu produzieren. Aber wirklich kein, ne, kein Drama. Nächsten Sonntag dann spätestens. Also für euch dann, bis ihr die Folge hier seht, ist es dann nur noch wenige Tage bis dahin. Dann gibt es dann auf jeden Fall eine neue Folge. Muss ich jetzt genauer dran halten mit Uhrzeit und dies und das. Dann sollte das gehen. Hier diesen Ort. Ich habe zu viele andere Spiele gespielt. Drücke falsche Tasten. Hatten wir den schon mal aufgedeckt? Ich meine, das ist jetzt kein namensgebender Ort, aber verkehrt ist es nie. Haus an der Küste hatten wir noch nicht gekennzeichnet. Jetzt ist es mit drauf. Gut. Das wäre eine Abstecher nur gewesen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Ziel. Wenn wir jetzt noch ein Häschen finden werden, wären wir unterwegs hier mit Pfeil am Bogen noch. Habe ich ja dabei, wenn wir kämpfen. Denn da hinten ist kein Häschen, sondern Wolf. Da habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf nach dem letzten Abenteuer. Nachdem der Wolf uns da den ganzen Schlafsack zerrissen hat und uns fast umgebracht hat, dieser Überwolf, war ja schon quasi ein Werwolf, will ich es diesmal nicht ja, provozieren. Dann kann ich auch ein Häschen mit Pfeil und Bogen töten. Also, ne, das lohnt sich dann halt nicht. Habe jetzt auch genug Essen und Trinken dabei, dass uns da eigentlich nichts im Wege stehen sollte. So, den haben wir schon mal angehittet. Will den jetzt auch gar nicht töten, weil der ist mir jetzt eigentlich vollkommen egal. Der Nebel ist jetzt nur nicht so gut, weil mit dem Nebel haben wir natürlich das Problem, dass der Bär, der quasi da hinten, ja, die Insel, die man jetzt nicht sieht, im Nebel, hier seine Runden dreht, bei dem Hütten am See. Da ist er dann auch mal ganz gerne unterwegs. Ist jetzt natürlich schlecht zu sehen, ist er jetzt gerade denn unterwegs oder ist er da? Das sehe ich jetzt natürlich nicht im Nebel. Aber hey, komme. Was wolle, wir werden es einfach mal versuchen. So, generell sind wir jetzt, glaube ich, hier an einem Punkt, wo wir noch nicht aufgedeckt haben. Könnten wir dann jetzt auch mal machen. Hier sind ein paar Hirsche. Das sieht mir jetzt relativ sicher aus hier. Naja, fast. Wenn wir ein paar Meter noch vorher machen müssen, egal, so reicht es ja auch. Hat man noch mal die ganze Straße. Ne, im Blick auf der Karte. Da hinten ist der Bär. Ich kann ihn ganz leicht sehen. Da hinten die Umrisse. Er ist also bei seiner Höhle. Das ist gut. Da müssen wir jetzt mal Meter gut machen. Damit wir ihn quasi nicht gleich im Rücken haben. Wenn wir da kartografieren. Unten watschelt er rum ganz tief im Nebel. Mal sehen, mal sehen. Hier können natürlich auch Wölfe sein. Hier sind aber auch Häschen, das ist gut. Sagt er bereits, wir müssen. Nein! Oh. Das war jetzt aber. Ja, wir kartografieren das gleich. Uns alle weg.
Opinsel rum. Noch kein Level up. Immer noch kein Level up. Geben sie jetzt erstmal ganz mit. Er ist nicht schön und so, aber das ist noch humaner als... Oh, da kommt der Bär, als ihn den Kopf abzureißen. Das Problem ist, wenn der Bär jetzt kommt, ich jetzt hier kartografiere, das ist jetzt ganz bitter, ne? Müssen wir es vielleicht von hier... Kann man da hoch? Kann man nicht hoch. Schwierig. Wir haben ja noch den Ort der Wehklagen da oben, den können wir ja noch kartografieren und mit der Hoffnung, dass der Bär sich dann da verzieht und dann können wir da kartografieren. Weil wenn ich da jetzt stehe und zeichne dann mit der Kuhle ein, dann haut er mir einen rüber und dann war es das. Muss ja jetzt nicht sein. Gehen wir mal hier hoch. Dann machen wir mal. Aber hier war das doch gar nicht mit dem Ort der Wehklagen. Hä? Wo war das denn nochmal? Wir können auf jeden Fall hier schon mal kartografieren, weil hier kommt der Bär auf gar keinen Fall hin. Das haben wir dann schon mal im Kasten quasi. Der Ort der Wehklage war doch hier hinten irgendwo. Also der war... Das war die eine Hütte. Hier waren ja die Hütten am See. Da ist ja jetzt gerade der Bär. Hinten ist der Übergang. Bin gerade leicht verwirrt. Hier, wo wir jetzt hier gerade sind, ist eh gerade totaler Quatsch. Ich habe gar keine Signalpistole dabei. Sehe ich das richtig? Ja, Xtreme hat keine Signalpistole dabei. Das ist ja natürlich ganz toll. Das ist wirklich ganz, ganz toll, Xtreme. Gut, dass ich das mit dem Bären nicht riskiert habe. Wirklich ganz die Signalpistole vergessen. Beim zweiten Mal drüber gucken auch. Bitter. Ach, dieser Bär, der ist halt ein Problem. Jetzt habe ich ohne Signalpistole ist man natürlich noch wehrloser als sowieso schon. Oh fuck. Der Bär genommen hat dann natürlich da lang. Ich raste aus. Oh. Was galoppelt denn da so? Das klang so komisch irgendwie. Guter Hirsch. Nehmen wir uns nur die Feder mal mit. Es ist jetzt nicht alles so suboptimal. Das ist sogar. Komm, ich will da hoch. Ich will da oben kartografieren. Na, geht doch. Hier oben fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Ich? Soll ich nicht? Was ist der Bär? Verziehen wir uns hier mal eben.
haben es auf jeden Fall jetzt kartografiert. Der ist jetzt genau da vorne. Wir könnten ihn jetzt eigentlich so locker umlaufen. Hier sieht man seine Tatzen. Naja, ich gehe jetzt mal zum Übergang der Karte, damit wir hier vor den Bären mal wegkommen. Damit wir erstmal auf Nummer sicher sind. Gehen und sicher sind vom Bären so rum. Aber wir sind mit Pfeil und Bogen jetzt immer noch nicht gestiegen. Das hat mich jetzt gewundert. Zwei Kaninchen getötet. Bist du jetzt echt auf dem allerletzten Mühe sein? Das ist echt nicht mehr viel, was da fehlt. Bin sehr empört. Ich. Ich kann nicht, wenn ich knie, schießen. Ja, gehittet. Aber trotzdem kein Level up. Doch, wir sind Meister. Es kam verzögert, aber es kam. Ja, das gucken wir uns gleich mal an. Puh, eine Fertigkeit, die jetzt etwas länger gedauert hat, als ich dachte. Cool. Cool. Endlich sind wir Meister. Yippie. So, wir kartografieren mal. Händlers Wehklage, da ist es doch. Das war das letzte Stückchen hier. Und müsste jetzt dann der Übergang sein, oder nicht? Hier noch dabei. Genau, das war jetzt quasi 2 in 1. Gucken wir nochmal lieber nach. Wir wollen auch hier sowieso nochmal beim Bogenschießen Meister reingucken. Du bist eins mit dem Bogen. Es fühlt sich an wie ein Teil des Körpers und du bist in der Lage, ihn geduckt zu verwenden. Das ist ein Riesenvorteil, wirklich. Deine beängstigenden Treffsicherheit macht dich zu einem wahren Jäger. Schwanken des Bogens um 75% reduziert. Pfeilschaden um 25% erhöht. Kritische Trefferchance um 50% erhöht. Verblutungszeit um 50% verringert. Das ist auch sehr nice. Verschlechterung des Bogenzustandes pro Verwendung um 50% reduziert. Bogen kann beim Ducken verwendet werden. Eine wahrlich meisterhafte, ja, Eingebung, sage ich mal, dass das jetzt geht. Denn wir können ja mal gucken. Ich habe einfach mit Pfeil und Bogen geduckt. Das habe ich ja immer wieder versucht. Das ging nicht. Deshalb war ich sowieso verwundert, warum das nicht geht. Jetzt geht's einfach. Weil die Tiere, du kannst dich extrem nah ranschleichen. Und dann während des Hockens auf die schießen, das macht halt einen riesen Unterschied. Ne? Das ist natürlich schon krass. Ach, eigentlich ablegen. Ich wollte zerlegen. Nicht ablegen. Das ist natürlich schon eine gute Steigerung. Und wir wollten natürlich noch nach dem Kartenabstand gucken. Jetzt habe ich das vor lauter Euphorie schon übersprungen. Aber ich freue mich gerade sehr. Das bringt einem wirklich einen guten Vorteil beim Bogenschießen. Natürlich ist halt mit Pistole und Gewehr immer noch effektiver, klar. Aber das ist schon ganz cool. Das macht das Bogenschießen dann deutlich effizienter. Haben wir den Zustand bereinigt und wir wollten, wie gesagt, ich wollte mal ganz kurz hiervon auch noch mal ein Screenshot machen. Das kann ja auch mal meisterlich festgehalten sein hier. Schön ist es. Und Eisfischen kommt ja von allein, das kriegen wir locker hin. Blicken, das wird, glaube ich, der letzte Skill, den wir hochkriegen. Das sagte ich ja bereits. Da sehe ich irgendwie schwarz bei, um ehrlich zu sein. So, wir hatten ja jetzt den Ort der Trostlosigkeit als nächstes, aber die Küstenstraße hier, 18 von 18, ist erfüllt. Das freut mich wirklich sehr. Wir nehmen mal wieder die Pistole in die Hand, denn auch hier auf dem nächsten Kartenabschnitt können uns Gefahren begegnen, zum Beispiel Wölfe, die hier gerne ihr Unwesen treiben. Aber auch hier müssen wir natürlich kartografieren, den Übergang festhalten. Oh, das Wetter wird jetzt ganz dramatisch hier. Das Wetter ist jetzt aber gerade doof. Ich glaube, wir gehen da mal zurück und gehen zum Auto. Da ist nämlich ein Auto und da können wir schlafen. Dann, so ein Usitz-Wetter ist jetzt gerade richtig doof.
Dann nutzen wir lieber das sichere Auto, da sind wir beschützt. Bei diesem fiesen Wetter, ich dachte ja noch, der Schlaf, der normale Schlafsack wird uns reichen. Müsste auch so gehen. Schlafen wir mal erstmal 2 Stunden. Mit der Hoffnung, dass das Wetter besser wird. Aber gut, zum Glück hat das Auto jetzt hier noch als sicheren Hafen. Das erleichtert uns natürlich die Situation gerade ein bisschen. Nein, nicht kartografieren. Nochmal 2 Stunden schlafen. Aber kein Problem damit, wenn es etwas dunkel ist. Zumindest wenn Vollmond wäre, dann könnte man gut unterwegs sein. Weil sonst ist es wieder in der Aufnahme und für den Stream zu dunkel. Das ist halt eher das Problem. Für mich selber geht's immer, aber ich glaube, wir müssen hier die Nacht verbringen. Das ist leider ein bisschen doof jetzt. Aber ist halt so. Wir können ja ein bisschen schon mal was Effektives machen und können hier das Kaninchen zerlegen. Dann haben wir das auch schon mal gemacht. Dinge, die sowieso gemacht werden müssen. Ich will das Kaninchen jetzt nicht verkommen lassen, sonst haben wir es ja getötet. Dann, ne, sollten wir es dann auch nutzen. Muss ja jetzt nicht da verschwendet sein. So. Ja, das legen wir da zu Hause zum Trocknen hin. Das ist okay. Ja, die Bögen, wenn wir nochmal Kaninchen finden, können wir die auch nochmal. Aber müssen wir jetzt eigentlich nicht. Wir haben genug zu essen. Pelz haben wir jetzt auch wieder 2. Also ich würde sagen, das reicht uns dann für den Moment. Stoff habe ich jetzt gerade leider nicht dabei, sonst hätte ich schon mal was nähen können, mal wieder, aber ja, ist gerade schlecht. Dann essen wir was, trinken wir was und versuchen mal weiter zu schlafen. Immerhin haben wir jetzt die Karte fertig kartografiert, also Küstenstraße, und wir haben unseren Skill vom Bogenschießen jetzt auf Meister gebracht. Das ist ja schon mal eine kleine. Ja, eine kleine, aber feine Genugtuung, sage ich mal. Freut mich schon mal sehr, dass wir das geschafft haben. Und ich würde sagen, dann sehen wir in der nächsten Folge einfach mal, wie es weitergeht. Für euch dann morgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus. Bis dahin.